Ja, Romy. Romy wollte die Haare unbedingt ab. Aber das wollte sie, das wollte sie, das wollte sie. Was wollte sie? Orange? Sie wollte rot oder orange haben. Ich wollte ja auf jeden Fall eine krasse Veränderung, weil ich mag Veränderungen total. Aber ich sah eben so rosa aus, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so rosa Haare kriege. Ah ja, hier passiert ja mal wieder was. Oh wow. Sieht man was? Nö, kaum. Ich konnte nicht wirklich einordnen, was es sein wird. Also mir hat auch keiner irgendetwas gesagt. Ich habe die ganze Zeit versucht nachzufragen. Ich will sehen. Ich hatte echt gar keinen Plan, was da auf mich zukommt. Wow, ist schön. So wie du es vorgestellt hast. Wow. Kommt da jetzt noch eine Ladung drüber? Wie viele Ladungen denn noch? Zwei noch? Perfekt. Bis jetzt ist alles nach Plan. Wahnsinn, Romina. Du wirst eine ganz andere Romina werden. Ich bin so gespannt. Ich will es jetzt unbedingt sehen. Ich bin richtig aufgeregt. Wie immer. Wir waren so alle so erschrocken. Das ist eine krasse Veränderung. Ist, ja, damit hätte ich nicht gerechnet. Aber es war so klar, dass es mich trifft. Ich würde auf jeden Fall sagen, bis jetzt habe ich hier die Arschkarte gezogen. Ich kann es mir gar nicht einfach vorstellen. Ne? Ich bin lange Haare, ich liebe das, ich finde das voll weiblich. Und wenn ich jetzt hier so kurze Haare, also hinten, mich anfasse und ja, fühlt sich einfach nicht so an, wie ich mir das vorgestellt habe. Und jetzt auch noch Farbe und ich glaube, es wird auch dunkel werden und nicht blond. Ist schon heavy. Alles das, was ich nicht wollte, aber geahnt habe, ist eingetreten. Was ist bei dir eigentlich los? Hast du einen Boyfriend zu Hause? Nee. Warum nicht? Nee, ich bin zu picky. Und ich bin auch zu, ich bin zu crazy, Heidi. Zu wählerisch? Auch. Zu picky und zu crazy und zu... Ich brauche so einen gestandenen Mann. Ich kann jetzt ja auch nicht so einen Kleinen nehmen, der dann neben mir so eingeschüchtert ist, weißt du? Ja, was suchst du denn für ein Alter, Aussehen? Was wünschst du dir denn so? Lustig muss er sein, Humor muss er haben. Nicht gleich immer eingeschnappt sein, wenn ich auch mal was Lustiges sage. Ja. Und du, Dasha? Ich habe einen Freund. Ja, erzähl. Ja, seit 4 Jahren sind wir zusammen. Aha. Wir sind so. Aha. Ein Herz und eine Seele. Er ist auch blond. Aha. Wir haben uns kennengelernt damals in der 7. Klasse. Und dann hat sich das so entwickelt. Und oh, 7. Klasse. Also eine Bilderbuch-Beziehung. First Love. Ach so, das wird auch der Mann sein, den er heiratet, ja. Irgendwann. Meinst du? Ja, ich warte auch schon auf meinen Verlobungsring. Ja, wo ist dieser Verlobungsring denn? Ja. Wo ist der denn? Ich warte. Wie heißt der nochmal? Nick. Nick. Wo ist denn der Verlobungsring, Nick? Also, wenn die Dasha lange hier bleibt und vielleicht du uns mal besuchen kommen darfst, dann muss er auch so aufs Knie gehen und so weiter, ne? Also, ich muss gerade sagen, mein Mann ist auch nicht aufs Knie gegangen, ne? Nee? Nee. Sondern? Ja gut, wir lagen im Bett, dann ging es vielleicht nicht, aber... Ich hab doch nichts verpasst, oder? Soll ich's aufmachen? Zeig mal. Oh ja! Oh ja! Boah! Noch? Pause noch dran, die Frisur, die Farbe, ja. We're getting there. Ich habe kurzzeitig gedacht, okay, was hast du hier gerade getan? Passiert da noch was? Passiert noch was? Ja, Weltklasse einfach, ne? It's major. Geil, ne? Ich denke, Heidi hat Ahnung, was sie tut. Und sie macht es nicht unbewusst. Und sie hat immer, wenn sie so eine starke Veränderung mit jemandem geplant hat, hat sie sie in Hintergedanke. Es
Bis jetzt wurde zum Glück nur gefärbt, aber ich weiß halt nicht, was ich bekomme. Das macht mich halt mega panisch, weil ich möchte auf keinen Fall so kurze Haare haben. Das bin einfach nicht ich. Das ist einfach schwierig jetzt. Weil ich halt nie kurze Haare hatte. Es wird immer kürzer und kürzer. Am liebsten würde ich ja so sagen, so stopp. Aber ich meine, wie weit ich heute gegangen bin, nur für meinen Traum. Naja, wenigstens habe ich jetzt in meinem Leben, alle haben immer so eine Jugendsünde. Ich hatte es noch nicht, aber jetzt habe ich auch eine. Ich war mal blond. Das Warten sorgt für Anspannung, auch im Loft. Ich unterhalte mich mit Menschen, die ich mag, die ich gerne habe. Und wenn ich mit denen Probleme habe, dann spreche ich das auch an, weil dann ist mir das wichtig. Sie hat halt so eine sehr direkte Art und merkt das manchmal gar nicht so. Und andere Menschen verletzt das einfach. Und mich hat es halt heute einfach erwischt, dass ich ihr das gesagt habe. Was hast du denn gestern gesagt da am Esstisch? Weiß ich schon gar nicht mehr, ne? Mit Luca. Was habe ich gesagt? Ach, du siehst Luca so ähnlich, aber Luca ist viel hübscher und schlauer und so. Ich glaube, Chanel war verletzt. Einerseits, weil es halt darum ging, dass ich als schöner hingestellt wurde, beziehungsweise als netter oder süßer. Und auf der anderen Seite halt auch, weil sie schon öfter von Lilly anscheinend Sprüche gedrückt bekommen hat. Und dann kamen einfach alte Themen hoch, viele Meinungsverschiedenheiten. Chanel! Haben alle mitbekommen. Sogar ich habe gesagt, am Anfang könnte ich nicht Luca und Chanel unterscheiden. Und dann habe ich gesagt, aber jetzt weiß ich den Unterschied. Ich so, wie soll ich dann wissen, ob Luca schlauer ist? Das war jetzt gar nicht so von mir gewollt, dass es so eskaliert. Aber Lilly hat sich halt dann sehr angegriffen gefühlt und wurde dann auch sehr laut. Das war dein Problem? Das hat dich so verletzt? Nö, ist mir egal. Ja, ich werde nicht lügen, ich bin richtig laut. Worüber wollen wir reden? Du und ich? Menschen, die mir egal sind. Deswegen rede ich auch nicht mit dir. I don't even know what your last name is, honey. Komm korrekt, wenn du zu mir kommst. Wenn du nicht korrekt kommst, dann in diesem Moment juckt mich nicht null, ob ich dich gerade anschreie. Das ist Bullshit. Lilly, weißt du, du bist Bullshit. Weißt du, immer dein Bullshit, shut the fuck up und so, es geht mir so auf den Sack. Ey, Chanel, dieser Wort, du bist Bullshit, hat mich direkt getriggert. Oder Chantal, I don't care and I don't give a fuck what you want. Nee, Bro, wenn ich dich nicht Bullshit genannt habe, dann darfst du mich nicht Bullshit nennen. Dann bin ich komplett. Du red hast mich doch angeguckt, einfach mal leise, Alter. Nein. Chanel, du hast. Nee, so rede ich auch gar nicht mit dir. Und gesagt, dass ich Bullshit bin. But when you look at me and say ich bin Bullshit, honey, then we got a problem, me ja, and you. Wir haben schon lange ein Problem. Ich kenne dieses Mädchen nicht. Ich weiß nur noch, ja. Du heißt entweder Chanel oder Chantal. Ja. Fertig. Ich rede null mit dir, Chanel. Null. Ich habe jeden Tag das Gefühl, dass du deine Tage hast. Das ist sehr schwierig, wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, die beide sehr stark sind und sehr temperamentvoll sind, dass man dann irgendwie auf einen Nenner kommt, weil irgendwann schreien beide einfach nur noch. Du musst dich auch nicht mit mir unterhalten, um scheiße zu mir zu sein, Lilly. Wie? Du bist so ekelhaft, ne? Du hast so einen ekelhaften Charakter. Du bist so ekelhaft. Mit mir hast du nicht mehr als was? Ein, zweimal geredet? Du kennst mich immer noch nicht, also kannst du nicht sagen, ich habe einen ganz ekelhaften Charakter. Dann hast du ein Problem mit mir, Chanel. Ja, ich mit dir nicht, mein Schatz. Ja, ist doch nicht mein Problem. Und ich rede komm runter, weil am Ende kriegst du es auf die Fresse. Also komm runter jetzt. Nö.